Ja, liebe YouTube-Freunde, mein 714er ist ja da in der LMG Grasswil jetzt über Weihnachten, Neujahr im Service. Habe da schnell reingeschaut und wir schauen da zusammen mit dem Chef der LMG Grasswil, mit dem Walter, seine Ocasio-Traktoren an, die zum Verkauf sind. Und als kleine Anmerkung dazu noch, wenn man auf die Seite der LMG Grasswil geht, kann man direkt einen Link aufrufen zu Agropool oder zu seinen Ocasio-Maschinen. Ja, liebe YouTube-Freunde, jetzt stehe ich da mit dem Walter vor seinen Ocasio-Traktoren, die alle bereit gemacht wurden zum Verkauf. Und der Walter wird euch jetzt schnell mal was über seine Ocasio-Traktoren mitteilen. Walter? Ein Jachter LSA, Baujahr 89, 86 PS. Dann haben wir mechanisch überholt, Kupplung neu, die Turbokupplung neu abgedichtet, Fahrkupplung, Bremsen. Der ist also in gutem Zustand und zum Verkauf bereit. Die Innenauskleidung, die ist auch gemacht. Es sieht also auch gut aus innen. Kein Rost, nichts hat er. Ja, alles schön aufgearbeitet. Daher die hydraulischen Ventile des 308ers. Zwei doppelwirkende, ein einfachwirkendes und hydraulische Bremse. Und in 30-Kilometer-Version. Ja, da gehen wir gerade zum anderen, den 307 LSA. Und er hat in diesem Fall einen neuen Motor. Der ist Baujahr 88, hat 6900 Betriebsstunden. Und den Motor mussten wir komplett überholen. Der ist also neu, der Motor. Ja. Der Rest mechanisch auch alles in Top-Zustand und überhaupt auch die Lackierung ist neu. Ja, und ich sehe, er hat auch eine Fronthydraulik mit Frontzapfwelle. Ja. Hat er Frontzapfwelle? Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Der dieser 307 LSA. Wie viel PS hat der? Was hast du? Der hat 70 PS. 70? Ja. Ja. Hinge, Hydraulikventil. Hat der 4? Zwei doppelwirkende Steuerventile, ja, ein einfachwirkendes und die hydraulische Bremse. Ah, ja, ja. Wie schon lange. Ja. So, jetzt da dieser 275er. Was hast du da gemacht? Im 275er, da hatten wir die Achsschenkel. Den Lenkzylinder, einfach die Vorderachse überholt. Der Motor ist top. Das Getriebe mussten wir machen. Das ist ein 40 km/h. Aha, das ist wichtig. Ja. Kupplung, Bremsen, alles ist in Ordnung. Haben wir auch aufbereitet, die Karosserie. Innen haben wir dies schon länger gemacht, aber ist Aha. noch immer sehr schön. Ja. Also dieser Traktor ist ausgerüstet mit einer Fronthydraulik, Frontzapfwelle, hat 75 PS, Baujahr 96 und 8900 Stunden. Okay, gut. Ja, und hier, Walter, was ist mit diesem Traktor hier? Das ist ein 308er LSA mit 40 km/h Getriebe. Das ist so, der hat Baujahr 81. Ist aber gutem Zustand, den brauchen wir im Moment als Ersatzschlepper. Ja. Aber diesen würden wir auch verkaufen. Ja. So, das wäre es gewesen, die Ocasio, die verkaufsbereit hier bei Walter stehen, bei der LMG Grasswil.
Und dann noch ein schöner 718er. Das ist auch ein aufbereiteter. Der ist schon verkauft. Den müssen wir noch neu bereifen. Und kommt noch der Frontlader drauf, dann ist er fix fertig. Der bleibt hier im Dorf. Ah. Ja, das wäre auch eine Maschine für den Bauerhause. Die gefällt mir, ja. Schöner Traktor. Ja, und hier dieser 211er. Das ist eine Vorführmaschine, Baujahr 19, im Mai. Der hat Fronthydraulik, Frontzapfelle, Vortragsfederung, Kabinenfederung, Druckluftanlage. Aha. Das ist alles drauf und Klimaautomatik hat jetzt 140 Stunden. Ja, der wäre auch zu kaufen, ne? Jawohl. Und da daneben sehen wir den Fendt 313. Was ist mit dem? Der 313er, das ist eine Vorführmaschine, auch Baujahr 19. Der ist ein Profi Plus mit GPS komplett ausgerüstet. Ja. Hat 350 Stunden. Ah, ja. Da kannst du sicher einen interessanten Preis machen, ne? Das machen wir. Ja, Walter, und was steht da noch bei dir rum? Ein New Holland. Das ist ein, ja. Ein New Holland Teleskoplader, der hat 3,5 Tonnen, 7 Meter. Ja. Und der ist aufbereitet, neu geprüft, der ist auch zum Verkauf. Ja, ja, und hier steht noch ein Schäfer, 2345T. Also. Das ist eine Vorführmaschine mit 500 Betriebsstunden. Das ist ein SLT, der ist 1,96 m hoch, mit den Breitreifen 1,40 m breit, hat einen Teleskop auf 3,75 m hoch geht. Aha, ja. Ja, das ist cool mit Teleskop. Da lässt sich schön aus der Höhe runterkippen. Ja. Gute Maschine. Gefällt dem Bauer aus. Wenn mir dein Interesse geweckt, schau doch mal bei der LMG Grasswil vorbei. Tschüss zusammen. Ciao, ciao.